Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und wieder einmal liegt hier Post im Bild. Und zwar habe ich schon wieder Geburtstagspost bekommen von der lieben Biggie dieses Mal. Die hat mir ein Paket geschickt. Ich habe jetzt nur den Adressaufkleber entfernt und das Paket schon mal aufgeschnitten. Und möchte mit euch zusammen da gleich mal reinschauen. Ja, und ich bin ganz gespannt, was jetzt hier noch eingetrudelt ist. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ins Paket rein und dann stelle ich es zur Seite. Das ist so ein großer Pizzakarton, deswegen muss ich das jetzt mal ein bisschen drehen. So, also obendrauf liegt eine Post. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Ui, und natürlich ist es lila. Schaut euch das an. Ich glaube, das war der Beitrag zu Aktiv-Kreativ. Alles rund, da hat sie auch mit diesem Stempelset gearbeitet. Und angelehnt an daran wohl auch diese Karte gemacht, aber mega hübsch. Ja, die Karte selber lese ich mal eben kurz für mich. Ja, liebe Biggie, auch ich hoffe, dass wir uns bald wieder in die Arme nehmen können. Das wäre wirklich wunderbar. Also ich habe ja die Biggie schon dreimal persönlich getroffen. Zweimal einen Urlaub bei ihr gemacht. Und wir haben wunderschöne Tage verbracht und viel zusammen gelacht und viel zusammen gebastelt und gequatscht. Und wir wiederholen das zwar manchmal momentan online über WhatsApp-Sprachanrufe, Videoanrufe, aber es ist eben nicht dasselbe. Und wir hoffen alle, dass das bald endlich vorbei ist und wir uns wieder real treffen können und in die Arme nehmen können. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für die Post. Und ich stelle das jetzt einmal zur Seite, das Paket, und hole dann einfach nach und nach die Päckchen ins Bild. So, ich glaube, ich fange hier mit dem bunten an, aber ich muss mal eben kurz die Karte umlegen, dass ihr die auch sehen könnt. So ist sie im Bild. Dann schauen wir gleich mal rein. Das sieht so richtig nach Frühling aus hier mit dem schönen Bast. Oh, ein bisschen geklebt ist es doch. Aber es geht auf. Oh, yum, yum, yum. Da sind Bonbons drin. Ah, das sind diese Herzdosen, die bei Stampin' Up! Es im letzten Jahr gab. Und da sind Bonbons drin. Ja, vielen lieben Dank. Farblich natürlich ist genau passend. Ah, jetzt muss ich das natürlich auffummeln, jetzt kriege ich das nicht zu. Vielen Dank schon mal dafür. Und dann machen wir auch mit dem nächsten Päckchen weiter. Jetzt muss ich mal schauen, dass ihr hier alles seht. Ich glaube, die Schleife muss ich aufmachen. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil dann kann man das nochmal weiter benutzen, das passt. Ja, das geht super auf. Weil Biggie schimpft immer mit mir, weil ich meine Schleifen so fest zuknote, dass sie die Bänder aufschneiden muss. Aber das ist auch eine coole Idee, hier einfach mit so einem Stanzteil das Geschenkpapier zu verschließen. Das ist ja cool. Ich hatte auch mal so glitzerndes Geschenkpapier und das ist nämlich wirklich schwierig, das zum Kleben zu kriegen, weil da kein Tesafilm drauf hält. Wow, ganz viel Monstera. Das ist ja richtig hübsch geworden. Ich muss hier mal einen Platz finden in meinem Chaos. Da gibt es ein Video davon auf Biggies Kanal. Und zwar, wie sie diese Kerzendosen gestaltet. Und mir hat sie natürlich eine ganz im Stil der Monstera gestaltet. Richtig, richtig klasse. Oh, die duftet auch noch so toll. Wenn ihr das riechen könntet. Ja, aber leider gibt es noch keine Geruchsvideos. Aber das ist wirklich richtig toll. Und dann haben wir hier noch ein Päckchen. Ah, die Schleifen muss ich jetzt alle kaputt machen.
Aber die Schleifen kann man ja neu binden. Also das Band kann man ja weiter benutzen. Ich finde so Bast immer ganz toll zum Basteln. Lesezeichen? Nein, das ist eine Verpackung. Ach, die ist ja witzig. Ein Lipsmacker. Übrigens hier mit den Stanzen von SU gearbeitet, der Erdbeere. Weil es ist natürlich ein Strawberry Lipsmacker. Das ist ja cool. Ja, ich liebe dieses Set mit den Erdbeeren. Das ist total mega. Ich schaue gerade noch hier, weil hier ist noch mal so ein extra Button dran, oder? Button nicht. Ja. Ich kann es nicht. Ich habe gerade Wortfindungsstörung. Das macht quasi noch mal so einen ganz runden Abschluss. Das ist richtig cool. Ja, und auch Biggie hat immer so ein Faible für Schleifen. Ihr seht das. Hier kommt noch eine Schleife drauf und hier eine Schleife dran und hier. Und das kann ich auch so nachempfinden, weil ich auch ganz oft überall noch eine Schleife drauf machen muss. Irgendwie rundet das oft nochmal ab. Ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. So, ich schaue mal, dass ihr das auch weiter alles seht. Dann haben wir hier nochmal ein größeres Päckchen. Hier, da seht ihr das zum Beispiel. Ne? Da musste wie ganz viel Tesafilm draufkleben. Weil, wie gesagt, dieses Geschenkpapier, das sieht wunderschön aus. Aber leider ist das wirklich schwierig, das zum Zukleben zu kriegen. Aber das kann man bestimmt auch nochmal toll als Hintergrund verwenden. Das ist lila. Das ist ja witzig. Das ist ja cool gemacht. Da steckt auch noch was drin, ne? Das ist ja mal eine coole Tasche. Ha, richtig cool. Man könnte da jetzt zum Beispiel einfach einen Text, wenn man zum Beispiel für einen Tausch oder sowas macht, einfach einen Text draufschreiben als Karte und dann mit einem Goodie füllen. Oh Gott, und ich habe gar nicht gesehen, was ich da rausgeholt habe. Schaut mal. Eine mega coole Eulenstanze. Die ist ja mal Hammer. Amy Design. Kenne ich so gar nicht. Aber da schaut mal. Die Eule entsteht daraus. Ist Hammer. Das ist richtig cool. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Biggie. Ah, die ist echt cool. Ich habe einige Eulenstanzen, aber meistens so, die man dann in einem ausstanzt und dann sind die immer einfarbig. Ich muss da mal schauen, weil, schaut mal, da gibt es noch ganz viele Eulenprodukte von. Da muss ich mal schauen. Da muss ich Biggie mal fragen, wo sie die her hat, weil das ist echt cool. Ja, da. Mega cool. Jetzt muss ich mal schauen. Das müsst ihr im Bild hier haben. Die richtig coole Eule. So rum. Dann habe ich hier noch einmal solche Relief-Sticker. Sticker Flowers in lila. Ich nehme mal irgendwie aus der Folie raus, weil das immer so blendet, obwohl, naja, bei diesen holographischen Stickern ist das auch immer so. Seht ihr die? Da kann man so ganz feine Rahmen kleben dann. Das ist richtig cool. Das benutze ich auch super gerne in meinem Planner, um da nochmal irgendwas als Highlight zu setzen. Und dann habe ich hier solche Collagen bekommen. Ach, guck mal, auch mit Eulen. Also die erste hier ist zum Thema Ostern. Mit einem Osternest, einem Osterkranz, den Küken. Das ist auch echt schön. So schön
Stilvoll irgendwie sieht das aus, ne? So edel. Und dann haben wir hier ganz bunte Party-Eulen. Die sind auch echt mega cool. Ich glaube, die hier finde ich am witzigsten mit dem Konfetti-Hut. Ja, sehr schön. Oh, nochmal Eulen. Die sind auch schön. Die sehen so nach Patchwork-Eulen aus. Irgendwie so aus Stoff zusammengesetzt, genäht, ne? Da finde ich das hier richtig klasse. Schaut mal an. Da hat Biggie auch zum Beispiel mal ein Video gemacht. Diese Collagen bekommt man nämlich im Hobbyshop Dantje. Ich glaube, je 10 Euro Einkaufswert darf man sich eine so eine Collage gratis aussuchen. Und da hat Biggie auch schon öfter mal in Videos was davon gezeigt, wie super schnell und einfach man richtig tolle Karten damit machen kann. Oder auch, ich habe jetzt gerade hier bei diesen Eulen daran gedacht, ob ich die in einem Geburtstagsalbum mal verwende. Und damit einfach eine Deko mache. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, auch dafür vielen lieben Dank. Und dann habe ich noch ein Päckchen. Und das mache ich zum Schluss auf, weil die liebe Vicky gesagt hat, dass das der Abschluss sein soll. Das ist auch am besten gesichert, muss ich sagen. Mit Schleife doppelt und dreifach und Tesafilm drumherum. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Anfang finde. Aber guck mal, dieses Goldpapier kann man doch richtig klasse noch für den Hintergrund nutzen, oder? Es ist zwar sehr dünn, aber wenn man das irgendwie auf Cardstock nochmal klebt, kann ich mir das cool vorstellen. Also das werde ich mir jetzt auf jeden Fall zur Seite legen. Das habe ich ja auch in Silber und in Gold. Ach, guckt mal. Schaut mal an. Die Stanze hier ist hier direkt einmal als Beispiel. Da könnt ihr sie direkt einmal sehen. Also ist eine richtig schön große Eule. Man kann halt alles genau zusammensetzen. Ich gucke jetzt gerade mal eben. Aber. Ja doch, genau. Es ist alles einmal zusammengesetzt. Ja, richtig cool. Dann hier oben nochmal Happy Birthday drauf. Ist auch schön. Auch die Box ist richtig toll gemacht in diesem Lila. Und der Hintergrund der Eule, das hier, das ist von einer ATC-Stanze, dieser ATC-ovalen Stanzen. Das hat sie bearbeitet mit dem Nouveau Shimmer Powder. Also es sieht richtig klasse aus. So, und jetzt vermute ich, ja, am Band kann man das hier aufziehen. Ah, guck mal. Ich liebe ja diese Magnetverschlüsse. Okay, da ist nochmal eingepackt. Ich sehe immer noch nicht, was das ist. So. Cookie Bird. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr das hier sehen könnt. Cookie Bird. Sagt mir gar nichts. Ich sehe schon, was es ist. Und ich habe schon... Schaut euch das mal an. Oh, wie mega ist das denn? Das ist ein Portemonnaie. Und zwar mit ganz vielen Eulen hier drauf und den Blümchen. Und ey, das sieht hammer cool aus. Und es passt wie Arsch auf... Also, es passt perfekt. Weil mein Portemonnaie gerade kaputt geht. Da lösen sich ja an den Seiten die ganzen Nähte auf und mir fallen immer die Münzen raus. Also es passt wirklich perfekt gerade. Ja, dann kann man hier die Karten reinmachen und die Scheine. Und hier nochmal Kleingeld. Gut, das brauchen wir nicht, die Plastikverpackung. Aber richtig cool. Oh, das ist echt mega Hammer. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, schaut euch das nochmal an. Da hat sie natürlich genau das getroffen, der Eulen und Lila. Das ist echt hammercool.
Ja, ihr Lieben, ich hole euch noch mal kurz alles ins Bild, damit ihr das noch mal alles sehen könnt, weil so ein bisschen was rutscht natürlich doch wieder raus hier. Oh, ach, das sind die Magneten, die da an der Stanze kleben. Ich mach die mal eben zu, die Verpackung. So, jetzt habt ihr einmal so ein bisschen Überblick. Also, ganz, ganz tolle Sachen, die die liebe Birgit mir hier eingepackt hat und für mich gewerkelt hat. Vielen, vielen lieben Dank. Und mit dem Portemonnaie, also wirklich ins Schwarze getroffen. Vielen Dank. Oh. Ja, ihr Lieben, ich würde mich an dieser Stelle jetzt von euch trotzdem verabschieden. Wenn ihr Lust habt, lasst einen Kommentar zu dem Video da und gerne auch ein Like. Schaut bei der lieben Biggie vorbei. Ich verlinke euch sie in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.